Hallo, Genfis präsentiert mehr als nur ein 16er. Ich komm in deine Stadt, grüß mit dem Handschlag ins Gesicht. Ich scheiß auf wer du bist, mir Latte, ob ein anderer mich disst. Ich mach mein Ding, bin arrogant wie meine Clique und rap dasselbe jeden Track, auch wenn die Platte dich mehr skippt. Ob ich ne Message hab? Nein. Deine Bitch will ficken und fettet sich ein. Doch weil ich die Schrampe niemals sageln werde, hast du der beglückt. Ich spritz den Stempel auf sie, schick sie zum Absender zurück. Das ist Deo. Ich bin dope, vielleicht glaubt mir ja mal jemand. Und deine Bitch sorgt wie ein Staubsaugervertreter. Ich hab voll die krassen Lines, im Vergleich hab ich auch. So wie ich bin wie ne Katze, ich scheiß dir auf die Couch. Ich hab keinen Bock mich hier einzureihen. Rap ist kacke und ich fick auf diesen Scheißverein. Yeah, ich hab miese Laune. Ich nehm das Ton für mich wie zu Hause. Du machst voll die krassen Umsätze mit Rap, ist ja geil für dich. Voll cool, Alter, zeig mal wie gesigned du bist. Du hast ja voll die vielen Likes, mein scheiß Leben schreit. Wär schon geil, wenn du meine Beiträge teilst. Und like, Mann, was soll der Scheiß, ich flieg auf dein Facebook halt. Nicht weil ich keinen hab, sondern weil ich eh kein Major sein. Ich rap nicht um mich an Verkäufen hochzuziehen, sondern weil ich diesen Scheiß auf den Teufel nochmal lieb. Yeah. Ich brauch keine Arschkriechen bei dir, brauch keine Feature-Gäste oder mich mit Stars zu profilieren. Würd mich lieber mit all euren schwulen Stars hier duellieren. Bis eure scheiß Stars dann Arschkriechen bei mir. Welche Traffic? Unsere Crew ist dope wie niemand und wir haben halt keinen Bock MC-Hurensohn zu featuren. Das sind Danny, Basti, Daniel und Timo. Ey, wir haben nicht mal Bargeld fürs Kino. Yeah, wir laufen grün an wie Bruce Banner. Ohne einen Cent in der Tasche, in der Fußgängerzone. Machen Mucke in der Hood, wir sind Blockbuster. Während Danny auf ner Pappmatte den Kopfstand macht. Und ich rap nebenbei, mach Freestyle ohne Reime. Und in Texten mach ich das manchmal auch. Scheiße, und auch wenn wir uns verstreiten, Alter, sind wir alle Kumpels und entscheiden spontan, wer halt mit dem Klingelbeutel rumgeht.